Sawadikap, liebe Weltreisefreunde. Früh bin ich auf den Beinen und laufe jetzt schon Richtung Aonang Beach. Denn da treffe ich mich wieder mit der Chinesin von dem gestrigen Video. Und wir wollten einen schöneren Strand sehen. Und welcher das ist, das seht ihr gleich. Aber da ich am 7-Eleven vorbeikomme, seht ihr erstmal das hier. Das hier. Und zwar hier beim 7-Eleven. Der ist gut. Ich gehe nur noch hier hin. Hier checken Omas ihr Facebook-Account beim Rollerfahren. Nochmal. Und noch ein. Geschafft. Und jetzt bin ich am Aonang Beach. Und das geht mit so einem Boot zum Rayleigh Beach. This is Happy Lee. Yes, how are you? What's your Chinese name? Li Kaixing. Very beautiful. And we go by this boat now. It's a long tail boat. Ein Boot mit einem langen Schwanz. So, ich glaube, es geht los. Okay, wir gehen jetzt darauf. Wir sind angekommen hier, Rayleigh Beach, und das ist ein Paradies. Ja, und der Strand ist zwischen den Kalksteinfelsen, wie die meiste Landschaft hier, und das ist echt wunderschön. The meal of one day is breakfast, okay. Yes. Ja, das hat sie. Ich kaufe den Morgen, das ist so eine Art Frühstück bei denen. Und das ist so Brot mit Karamell und irgendwie eine Art milchiges Zeug, ich weiß es nicht. Ich denke sowas eigentlich nicht, aber thank you.
einfach nur rum und genießen den Strand. Solche Leute suche ich, mit denen ich einfach mal entspannen kann. Ja, und jetzt gehen wir mal ein bisschen ans Wasser und enjoyen das Ganze mal. So die Ortschaft hier, so eine ganz kleine, niedliche. Ich glaube, ich hole uns mal ein bisschen Wasser hier. Und auf geht's wieder an den Strand zu meiner chinesischen Freundin. So, das war richtig geil. Aber jetzt geht's wieder zurück zum Aonai Beach. Ja, und dann gehen wir was essen. Es war ein bisschen tief und hier ist es ein bisschen heiß, aber gut. Ja, ihr fragt euch sicherlich, wo hängt der denn jetzt wieder rum? Ich bin hier im Hotel einer chinesischen jungen Dame und warte gerade auf sie, zieht sich eben um. Und wir waren gerade super gut essen beim Inder. Da habe ich so viel Geld gelassen. Nein, sie fährt davon zum Flughafen. Meine chinesische Freundin ist weg. Jetzt bin ich wieder allein. Und sie hat mich sogar herfahren lassen. Wie geil. Zu meiner Hütte. Ja. So kann das Ganze laufen. Ja, die war echt niedlich. Vielleicht sehe ich sie irgendwann wieder. Und sie hat mir sogar das hier geschenkt. Das ist ein SD-Karten ans Handy-Übertrager. Ja, ich fand das Ding so lustig, hat sie mir das einfach geschenkt. Ja, auf jeden Fall ein toller Tag. Was ich filmen konnte, habe ich für euch zusammengestellt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Für heute sage ich dann auch erstmal tschüss, danke fürs Zuschauen. Einen Daumen hoch für mich und für die Chinesin, die Happy Lee. Und schaltet auch wieder beim nächsten Video zu, denn dann geht's wieder in einsame Abenteuer eines Weltreisenden, Arkadi.